offline. Solange meine Ohren noch nüchtern sind, kann ich die Okay, gut. Ich habe hier meine Ohrstecker. Wer es bemerkt hat, das passt nicht ganz zusammen. Aber ich habe heute unsere Schnecken rausgesucht. Da habe ich gedacht, die stecken mir jetzt in die Ohren. Und wollte ganz kurz mal sagen, wie es sich zugetragen hat und wie lange schon. Es ist nämlich eigentlich schon seit 1997 gibt es im Prinzip dieses Convivium Nürnberg, wenn man es so nennt, und es hat damals, der Name ist schon gefallen, die Manuela Silius, eine sehr, sehr gute Freundin von uns. Manu und Herwig haben schon im Gymnasium Hersbruck ihre Jugend, Kindheit und Jugend verbracht, so ist die Verbindung, und haben nämlich sehr viel Theater zusammengespielt. Das könnt ihr euch vorstellen, es war immer die Schöne und das Biest. Ihr wisst wahrscheinlich, also in all diesen Inszenierungen. So ist diese erste Freundschaft entstanden, und dann hat man das natürlich begleitet, wenn Manu was gemacht hat, wenn Herwig was gemacht hat. 1997, 1998, also einen Sommer später, gab es, damals hatten wir dann unsere Firma, das sind die Möbelmacher in Untergrumbach, umgezogen von Hersbruck, weil wir da keine geeignete Gewerbefläche hatten, nach Untergrumbach, und dort hatten wir jetzt eine große Halle, und dann haben wir gegründet mit all solch interessanten Sachen, weil uns das immer schon wichtig war, so heimische Geschichten, wir verarbeiten nur heimisches Holz, Slow Food, das passt einfach dazu. Und das Demberger Hoftheater, das in Lauf oder hinter Lauf angesiedelt ist, kennen bestimmt auch viele. Die haben sich alle beteiligt, und wir haben dann so einen Tag der Regionen ins Leben gerufen, wo alle, also wo in unserer großen Halle, das war kurz nach dem Umzug, da war noch nicht alles belegt, und dann war das wie so eine kleine Markthalle, und die ganzen Direktvermarkter, die es in Hersbruck und Umland heute noch gibt, da gibt es auch schöne Folder dazu, haben ihre kleinen Stände da aufgebaut. Und dann war das dieser Tag der Regionen. Und ihr alle wisst sicher, weil ihr das ständig besucht, dass jetzt dieser Tag der Regionen einfach deutschlandweit immer am ersten Sonntag, an diesem Erntedanksonntag praktisch im Oktober, gefeiert wird. Ja, dann gab es in diesem Sommer 98 auch, also war dieser Tag der Regionen, und da war auch das erste damals Slow Food Sommerfest. Das haben wir bei uns damals auf dem Hof dann gemacht. Da war nichts geteert. Das war die Halle, und ringsrum war, wir haben also echt so richtigen fränkischen Lehm ringsrum, und so war das auch. Und da haben wir die Biergartentische, hatten das so schön gedeckt wie hier auch, aber hier ist Wiese, bei uns war Lehm. Und ringsrum Mais, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, nach dem zweiten Gang saßen wir alle da patschnass, die Klamotten, die Kissen, die Decken, weil es einfach so feucht ist dann in so einem Grund wie wir im Sittenbachtal. Also das war dann das erste Slow Food vom Sommerfest 98 mit, viele kennen ihn, Günter Scholz vom Fiasco Classico, der hat es damals weinmäßig begleitet, ist ja auch immer noch dabei. Und es gab eine kleine Band mit dem Gerhard P. Wirth, der uns genannt Sputters, auch ein Schulfreund von uns, ist jetzt mein Jahrgang. Die haben damals die Musik dazu gemacht. Also das war auch wieder Freunde irgendwie, also ganz nett so entstanden. Ja, und dann am 18.05.2001, also 3 Jahre später, hat sich's zugetragen. Da war die Manuela auch noch da. Diese Halbitalienerin war immer so halb in Italien, halb bei uns zu Hause, wo ihr Elternhaus damals noch war, in einem kleinen Kaff. Und da hat sich Hersbruck beworben zur ersten Chitta Slow außerhalb Italiens. Also unser Hersbruck, wo wir praktisch herkommen, das ist unser Schulstadt, unser Heimstadt ringsrum. Ich bin aus Hamburg, Herwig ist Hersbrucker, hat sich beworben und ist tatsächlich die erste Chitta Slow außerhalb Italiens geworden. Heute noch aktiv mit dem ehemaligen Bürgermeister, der so eine Wahnsinns Bürgermeisterfolge hatte, ich glaube die längste, die es in Hersbruck gab, der Wolfgang Plattmeier, und der auch heute noch das internationale Gitarrenfestival nach Hersbruck geholt hat, also auch wieder was Schönes, was irgendwie die Welt nach Hersbruck bringt. Und damals war die, weiß nicht, wem das noch was sagt, aus Slow Food Deutschland, die Friederike Klatt war damals im Amt, ne? Und die kam dann nach Hersbruck, und es war Mons Triborium und diese Abordnung damals von der Amalfiküste aus den entsprechenden Orden, also es war ein Mordsding. Ja,
gut. Bis heute zieht sich das einfach so fort. 2003 dann, die Manu, die ging dann weg und hat sich das so ein bisschen hin. Und dann gab es einen neuen Gründer sozusagen oder Vorstand und das war dann der Rudi Müller. Das sind auch die meisten noch. Und da ging es auch weiter. Das ganze Regionalgeschehen ist ja, es entstanden dann diese ganzen Geschichten wie die Grüne Lust in Anwanden, die der Hubert Roffner damals gemacht hat, der da schon die Biofach verkauft hatte und. Ja, und als Rudi Müller dann plötzlich früh verstarb an Krankheit, hat sich dann Gerhard Tremel bereit erklärt und hat dann das Konvent übernommen und geleitet. Und es ging also immer weiter mit dem Guten, was man sich vorgestellt hat, weiterzuführen. Und kamen wieder neue Mitglieder, wie das auch immer ist. Es hängt ja immer an Personen und an Freundschaften. Und 2003 hatten wir dann wieder ein Sommerfest und da war unser Hof bereits geteert. Und da war es dann besser. Nicht geteert, gepflastert. Entschuldigung, er war gepflastert. Ist er heute noch, genau. Ja, dann. Gepflastert. Gepflastert, genau. Und es ging so weiter und nachdem er sich ja auch befreundet, wenn man sich dann immer trifft bei den Tafelrunden und. Hatten wir uns auch dann mit dem Klaus schon sehr befreundet gehabt die ganze Zeit. Und 2011 war es dann soweit, dann kam es wieder eine Vorstandsablöse und dann kam der Klaus dazu und der Peter sowieso, der ja auch schon da war und die beiden, die das bis jetzt einfach so wund... Bitte? Mit dem 13. Und der Thorsten kam dann auch noch dazu mit rein ins Triumvirat, genau. Und jetzt sind wir so wohlbehütet mit den... wunderbaren Dreigespann hier, wie die drei Musketiere. Und befinden uns jetzt ja 2017 wieder mit neuen Freunden, mit alten Freunden. Und ich denke, dieses Slowwood Convivium Nürnberg ist echt eine Geschichte von Freunden und von Freuden. Und diese Freuden, die werden wir jetzt genießen. Abschließend ein kleines Sprüchlein von Karl Zuckmayer. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal her habe, aber ich finde es so nett. Vom Herrn Zuckmayer. Ein Mensch beim Essen isst ein gut Gesicht, wenn er nichts denkt und nur die Kiefer malen, die Zähne malmen und die Blicke strahlen von einem sonderbaren Urweltlicht. Einen schönen Abend und genießt alles. Danke für den schönen Rückblick jetzt insgesamt für uns alle und jetzt widmen wir uns den Genuss.